Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Transocean 2 Rivals bei uns hier in der Shipping Inc. am 25. November 2016. Ja, unserer Zeit voraus, in-game zumindest. Ja, kurzer Blick auf unsere Ziele. Wir haben noch 3 Monate Zeit, 95 Tage knapp. Wir haben 3 von 4 Zweigstellen in Europa eröffnet, haben bereits fast 10 Millionen Gewinnbeteiligung, also es sieht recht gut aus. Ich habe die Musik ein bisschen leise gemacht, nachdem der Thomas in unserem letzten Video geschrieben hatte, dass die zu sehr im Vordergrund war. Also ich hoffe, die Musik ist jetzt etwas dezenter und nicht mehr allzu störend. So, ja, es kam noch ein bisschen Kommentar von euch, und zwar zum Thema, wo habe ich es denn hier, Betriebe. Na, ich bin so blöd, ne? Ich bin so blöd und vor allem so blind. Ich habe mich ja gefragt, was hier der Unterschied ist zwischen den Zahlen. Mal hier oben steht's, ne? Das oberste ist der Gewinn und das unterste ist halt das Ersparnis. Also, ja. Manchmal hilft es unglaublich, wenn man die Augen aufmacht. Also in diesem Zusammenhang hier mit der Schlepperreederei zum Beispiel haben wir insgesamt jetzt schon 6,2 Millionen Gewinn gemacht und haben dadurch 2,5 Millionen gespart. Also weil wir das selber, ne? Ja, was man sich spart, ist im Endeffekt auch Gewinn, wenn man das so rechnen mag. So, und das zusammen sind dann wohl diese 9, irgendwas, oder? 9,5, Moment. 9,5? Arsch auf Zeit, jetzt klicke ich wieder blöd in der Gegend rum. Das zählt nicht, ne? Doch, das muss eigentlich auch zählen, wobei. Ah, ich habe ja mehr, haha. Ich habe ja hier drüben was, das darf ich nicht mitrechnen. Okay, es zählt ja hier für unser Ziel nur das, was in Europa am Start ist. Ja, dann passt diese Statistik hier natürlich nicht. Na, weil das ist ja bezogen auf alles. Sprich auf unsere Zweigstellen auch außerhalb Europas. Deswegen kann ich das hier so nicht zusammenrechnen, weil ich habe mir gerade überlegt, da komme ich doch dann drüber, oder? Ich meine, das sind 800.000. Das sind 8,7, wobei das passt. Das passt, das überrascht mich jetzt gerade. 9,5 in Europa. Das würde aber bedeuten, wir haben hier noch keinen Gewinn gemacht. Oder uns nichts erspart. Ach Gott, wir haben... Ihr streicht meinen Kommentar. Das sind ja gar nicht wir, das ist ja der Bobo hier. Das ist ja Mr. Masters und wir sind ja hier. Metro Vancouver, natürlich, unsere Schiffswerft. Aber da haben wir ja noch nichts. Da hat ja noch keiner ein Schiff gekauft von unseren Konkurrenten. Deswegen passt das schon. Nee, alles, Kommando zurück. Mein Gott, ich bin schon wieder verwirrt. Lasst uns weitermachen, es wird nur peinlich für mich. Es wird nur peinlich. So, Yamato in Dublin angekommen. 8 Punkte, jawohl. Klar, wir fangen jetzt natürlich wieder bei 0 an, ne, nachdem wir beim Ende der letzten Folge noch die Zweigstelle aufgemacht haben. Absolut logisch. Tja, ich hoffe jetzt bloß, dass ich hier nicht durcheinander komme. Ja, mit den ganzen Schiffen. Lasst mich kurz nochmal überlegen. Wir wollten in Europa Süd auf jeden Fall noch Fuß fassen. Wir müssen da, ja, erst einmal ausgleichen. Ne, Europa Süd ist ja bereits die Konkurrenz. Die Dame in Gelb mit 1:0 in Führung. Das gefällt uns nicht wirklich. So, hier haben wir Verbergen noch was dabei. Und für Helsinki können wir auch was mitnehmen. Klar, Strafe, egal. Wir gehen hier mal Geschwindigkeit hoch. Wobei, ist egal. Komm, scheiß auf die Strafe. Ist mir doch völlig Wumpe. Völlig Wumpe. Wobei, Helsinki hätte ich gar nicht mitnehmen müssen, weil es keinen Regionspunkt gibt. Aber ist egal. Na, liegt auf dem Weg. Also nehmen wir es mit. Ablegen, ab nach Bergen. Viel Spaß. Also hier in Europa Süd. Mumbai North hat in Europa Süd eine Filiale, Sauerei. So, und Bavaria 5 kommt in Helsinki an. 60 Punkte, also in Europa Nord sind wir auch nur noch 20 Punkte entfernt von der nächsten Zweigstelle. So langsam rockt's. Und wir haben schon wieder 17 Millionen Cash auf dem Konto, ne? Also wir könnten da eigentlich auch bald wieder, ja, den nächsten Streich an den Start bringen. So, St. Petersburg, wenn wir schon mal in Helsinki sind, können wir dann auch noch St. Petersburg fahren. Bergen hätten wir noch. Nehmen wir Bergen noch mit. Dublin. Nö, nehmen wir mal nicht mit. Genau, wir nehmen Bergen mal mit. So, Rotterdam ist Mitte, gell? Nö, wir fahren nach St. Petersburg. Alles Punkte, alles Punkte. Und dann nach Bergen. Zack, Abfahrt. Viel Spaß, gute Fahrt. Nächster Kunde. Oh, Meister Masterson hat sich eine neue Mühle gegönnt.
Jetzt ist die Frage, war er die gekauft? Hoffentlich da drüben, weil das würde bedeuten, wir hätten hier Asche verdient. Moment. Schauen wir doch mal. Natürlich nicht. Genau, das würde nämlich dann hier stehen. Natürlich nicht. Vielen Dank, Meister Masterson. Bei uns wäre es aber sehr günstig gewesen, bestimmt oder so. Naja, so ähnlich. Okay, Ankunft Rotterdam. 14 Punkte. Das ist nicht allzu viel, ist klar, aber mein Gott. Wir arbeiten dran. Ah, das finde ich echt, das finde ich doof. Liebe Freunde von Deck 13, dass hier die Schiffsleiste hier das Interface verdeckt. Das finde ich doof. Gefällt mir nicht. Da muss ich jedes Mal hier zumachen, dass ich da draufklicken kann. Geht bestimmt anders. Kann man bestimmt irgendwie anders lösen. Hoffe ich. So finde ich es ein bisschen doof. Na? Da, ich kann nicht draufklicken. Also, naja, gut. Jammern auf hohem Niveau, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Da haben wir genau das gleiche Problem in Havanna. Ne? Kann ich? Kann ich nicht draufklicken? Muss ich erst hier die Liste wegmachen? Mit unserem Tanker. So, mit unserem Tanker, mit unserem Goldesel. Das Schiff, das uns Kohle bringt. Hoffentlich. So, was hätten wir hier? Balboa hätten wir. Oh, das ist ja gar nichts. Das ist ja lächerlich. Das ist lächerlich. Stanley hätten wir fast 9 Millionen, aber sind wir 25 Tage unterwegs. Absolut uninteressant. Absolut uninteressant. Da bleibt mir eigentlich bloß Balboa übrig, gell? 4 Tage. 3 Tage. Dass ich das Sprit rausblase. Was kostet hier Strafe? 40.000. New York in 5... Nee, Schmann, dann mache ich New York in 5 Tagen. Ohne Strafe. Oder in New York in 3 Tagen. Genau, machen wir New York in 3 Tagen. Das ist okay. Nehme ich mit. Nächster bitte. So, Odessa. Jetzt wird es interessant. Genau. Da gab es jetzt wieder ein paar schöne Punkte. Es fehlen auch noch 10 Punkte, bis wir in Europa Süd hier endlich unsere erste Zweigstelle aufmachen können. So, wir sind in Odessa. Dann hätten wir hier für Ambali Limani was am Start. Das sind 12 Punkte. Heißt, damit hätten wir auf jeden Fall schon mal die erste Zweigstelle am Start. Für Gioia Tauro hätten wir auch noch was. Nehmen wir auch mit, liegt auf dem Weg, ne? Wenn wir von Odessa, von der Ukraine erst einmal in Richtung Türkei und dann weiter nach Italien schippern. Das macht durchaus Sinn, finde ich. Ägypten gibt es gar nicht mehr, oder? Ihr war doch in Transocean 1 war doch Ägypten. Und, wobei, nee, wir haben ja Afrika noch gar nicht freigeschaltet. Vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt es noch. Was aber auffällig ist, ein paar Häfen haben es nicht mehr ins Spiel geschafft, ne? Wir hatten in Panama zum Beispiel, hatten wir 2 Häfen, meine ich mich zu erinnern. Da gab es 2. Balboa und ich weiß nicht mehr, wie der andere geheißen hat, aber... Also hier Lima war dabei, das weiß ich. San Antonio war, meine ich, auch dabei. Stanley war auf jeden Fall dabei. Aber hier in Panama, da waren 2, wobei es war eigentlich unsinnig. Die waren direkt nebeneinander, also hat nicht wirklich Sinn gemacht, fand ich. Dafür, ich glaube, Houston ist, glaube ich, neu dazugekommen. Bei New Orleans bin ich mir auch nicht sicher, ob das schon dabei war. Havanna war dabei und Honolulu war dabei, das weiß ich. Naja, Details, Freunde, alles Details. So, Bavaria 5 in Helsinki. Da haben wir Verlust gemacht, von Helsinki nach St. Petersburg. Ja, ist ja wurscht, ging um die Legionspunkte, ne? Ist ja völlig wurscht. So, hier zum Beispiel, war gerade auffällig, hier ist das Bild so schön gemacht, dass ich hier trotz der Schiffsliste hier auf die Auftragsliste klicken kann. Das finde ich gut. Aber wenn es halt komplett überdeckt, das finde ich ein bisschen schwierig. Naja. So, Bergen ist nichts dabei. Wäre auch zu einfach gewesen. Helsinki ist was dabei. Ui, holla, die Waldfee, 3 Millionen, Sackel-Zement, nehmen wir mit. Dann gehen wir sogar mit der Geschwindigkeit mal hoch. Zack, dass es ein bisschen schneller geht. Aufladen. Also zuerst nach Helsinki, dann nach Bergen. So, dann ist der Eimer aber voll, ne? Genau, das habe ich mir gedacht. Ist egal, das haben wir nur wegen der Kohle, ne? Haben wir nur wegen der Kohle mitgenommen. Ich weiß, wäre eigentlich nicht wichtig gewesen, aber trotzdem, ich mach's, weil ich es kann. 15 Punkte gab es da gerade, habe ich das richtig gesehen? Lorena Mar in Hamburg. Teufel noch eins, 15 Punkte. Das ist tapfer. 15 Punkte, ja, und wir können das neue Schiff kaufen. Wir brauchen unbedingt ein neues Schiff. Wir tanken. Da schaue ich jetzt dann immer auf den Preis, ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Ist mir doch scheißegal. So, wo sind wir in Hamburg? Da würde sich Stockholm anbieten.
Ach, St. Petersburg, 3 Punkte. Bäh. Na ja, komm, wir nehmen jetzt mit. Was man hat, hat man, ne? Kohle. Naja, Kohle scheint gefragt zu sein. So, die Werft in Hamburg. Was haben wir denn? Im Angebot, Freunde. 11 Millionen, ist ein Witz. 24 Millionen, ist nicht mehr so lustig. Chef, 6 Tage haben wir noch. Moment, 25 Millionen. Das hat einen besseren Zustand. 4 Tage noch. Ah, komm, da warten wir noch. 25,7 Millionen. Okay, 25,6 Millionen. Halten wir fest, Freunde, halten wir fest. Jetzt müssen wir bloß nur irgendwo Asche verdienen. Hier zum Beispiel, jawohl. Oh, da hat's aber gescheppert. Oh, die hat ein Schiff gekauft, Alter. Die hat ein Schiff gekauft, Moment. War das unsere Kohle? Nee. Okay, wenn wir plötzlich 34 Millionen haben. Deswegen bin ich gerade ein bisschen zusammengezuckt. Das kann's nicht sein. Das sind nur 2,7 Millionen. Wieso haben wir plötzlich so viel Asche, Freunde? Wo kommt die Asche her? Hm? Wo kommt hier die Asche her? Nicht doof? Glaube ich ja gar nicht. Wo kommt die Kohle her? Ist egal, ihr habt auch Kohle, aber trotzdem. So, Bavaria 5, Helsinki, genau. Verbergen, Bergen ist nichts mehr dabei, ganz toll, großer Sport. Aber Hamburg wäre was dabei, aber ohne Punkte, hm. Hamburg ohne Punkte ist irgendwie doof. Aber für 4 Punkte nach Hamburg, wegen dem Geld, ist auch doof. Das wäre natürlich toll, aber der passt nicht drauf. Der passt nicht drauf, der ist zu fett, der Auftrag. Ach. Der ist zu fett. Jetzt hätten wir Rotterdam, ne, passt da nicht alles drauf. Felixstowe, super. Weil wenn wir nach Felixstowe fahren, können wir auch nach Dublin fahren. Nochmal nach Dublin. Genau, machen wir so. Mitnehmende Blödsinn, ablegen, Dankeschön. So, Zeit vergeht schon wieder, genau, haha, da fällt mir ein Stopp. Schiff kaufen. Moment, Bavaria 7 müsste es sein, gell? Ich glaube schon. Da ist Hamburg. Wo ist meine Werft? Bavaria 7. So, du warst das, gell? 25. Genau, was haben wir hier? 71 Millionen. Okay, da bleibt mal kurz die Luft weg. Das ist mir dann zu viel. Bavaria 7. Ole, Flasche auf! Mal wieder. Genau. So, dann kannst du gleich mal hier deine Jungfernfahrt machen. Oh, Felixstowe, 5 Millionen. Ne, das muss man einfach mitnehmen. Ein Tag 5 Millionen, da wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht mitnehme. Aber wird doch noch ein bisschen langsamer, gell? Die Maschine muss ja langsam eingefahren werden. So, dann können wir auch Dublin für 4 Punkte mitnehmen. Wir haben eh schon darüber schippern. Aufladen und Abfahrt. Ab nach Felixstowe, Servus. Mensch, 5 Millionen, ein Auftrag, 5 Millionen. Das hat sich echt gelohnt. So, Leute, ich brauche Punkte. Was ist hier los? Ich brauche Punkte. Haha, Streik. Streik in Rotterdam, so ein Pech. So, Ambali Limani, Bavaria 3. Ja, da haben wir drauf gezahlt, ist egal. Hauptsache, es gab Punkte. So. Gioia Tauro. Schönes Italien, hier nämlich. Moment, du fliegst raus, du gehst mit, sind wieder 4 Punkte, ne? Für den gibt es keine Punkte, also nehmen wir die 2 mit. Läuft. Das schöne Italien. So, da kassieren wir ja ordentlich. Schaut mal hier, was wir da Punkte kassieren. Fette Sache. So, und die Yamato ist in Bergen. Für Helsinki hätten wir noch was zum Mitnehmen. Aber da haben wir ja leider keinen Folgeauftrag. Das ist ein bisschen schade. Stockholm wäre auf dem Weg. Ja, St. Petersburg könnte man noch mitnehmen. Ich weiß, Stockholm gibt keine Punkte, aber 1,5 Millionen. Halt, nee, ich meine 1,25 Millionen. Deswegen, wir nehmen es mit. Dann können wir hier auch ein bisschen die Strafe zahlen, ne? Kein Thema, Abfahrt. Sie müssen selber Hand anlegen und das Schiff steuern oder sie warten das Ende des Streiks ab. Boah. Dreck. Spinnt ihr, ihr dreckigen Streiker, du. Sapperlot. Ja, da habe ich jetzt, ehrlich gesagt, habe ich jetzt keine Lust, den Eimer selber zu fahren, weil das zieht sich wieder so ewig, ne? Nee, da warte ich lieber. Bin ich jetzt faul, ey, so ein Scheiß. Will ich jetzt nicht, da warte ich lieber. Hör doch mal auf hier, dreckige Rebellen. Eine Schlepperreederei steigt. Ja. Ja, ich leg gleich Hand an, du. Pass bloß auf, komm her, du. Halt die Backen jetzt. So. Da, dann mache ich lieber in Europa Süd eine Zweigstelle auf, verstehst? Und zwar hier in Odessa.
machen wir hier die Kiste auf. Odessa, Raffinerie und die Raffinerie auf das Ding. Wurde gekauft. Juhu, sehr gut. Sehr schön. Das ist unser. Heißt, hier wollen wir jetzt automatisch in Europa Süd, wenn einer tankt, Kohle kassieren. So, Freunde, schau mal hier. Ne? Bronzemedaille. Haben wir uns sauber eingeheimst. Ist erledigt. Nächstes Ziel. Ich würde sagen, Regionsmehrheit in Europa. Überall. Überall. Also Europa Mitte haben wir zwei schon mal vorne. Europa Nord haben wir einen. Europa Süd haben wir gerade gleich gezogen. Heißt, Fokus, denke ich, auf Europa Süd und auf Europa Nord. Europa Nord sind wir mit 72 Punkten schon recht gut dabei. Das heißt, hier wird bald die nächste kommen. Relativ bald sogar. Jawohl, zahlt uns Geld. So ist recht. Zahlt uns Geld, ihr Schwachmaden. Europa Nord. So, geh auf das. Dublin, jawohl, Dublin. Nochmal 10 Punkte für Dublin. Mensch, das ist ja geschenkt. Wobei, das ist Europa Mitte, gell? Ja, ich weiß. Na gut, wir machen halt Europa Mitte auch, ist doch wurscht. So, nehmen wir Bergen noch mit. So, bestätigen. Aber zuerst geht's nach Dublin, dann nach Bergen, ablegen, Abfahrt, Bavaria und Frelickstow, Bavaria 2. 45% haben wir noch. Was hätten wir hier noch schön? Boah, Alter, schau mal hier. Muss ich machen, ey. muss ich machen. Das ist einfach krass. 5,4 Millionen, wäre ich doof, wenn ich es nicht mache. Nehme ich mit. Zack. Bäm. Läuft. Jawohl. Volltanken ablegen. Klick. Nächster Kunde. Das geht's. Schau mal, ich habe schon wieder 15 Millionen. Es geht so schnell. In Reykjavik. Ach stimmt, da sind wir auch mal hingefahren. Ne? Mit unserer Bavaria 4. Im schönen Reykjavik. So, auch hier haben wir das Problem mit dem blöden... Mit der blöden Schiffsliste. So, können wir auftanken hier. Komm, auf geht's. Ja, jawohl, hier ist günstig. Hier tanke ich gern. Uns haben sie halt wieder die Preise an der Tankstelle erhöht. So, ja, das geht immer bloß in eine Richtung zur Zeit. Da könnte ich immer kotzen. In der Früh gehen sie hoch, mittags gehen sie in den Cent runter, aber gleich kurz darauf gleich wieder hoch, ey. Gleich wieder hoch. Tarnen und Täuscher. So, ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Wo fahren wir jetzt hin? Anchorage. Ja, klar, logischer. Am Arsch der Welt. Das sicher nicht, Freunde, sicher nicht. Würde ich sagen, dann düsen wir nach Bergen. Ja, für 6 Punkte. Ja, fahren wir nach Bergen. Komm, ist doch wurscht. Zack. Mitnehmen. Bisschen Gastgeber. 5 Tage. 4 Tage. Ja, nee, komm. Man muss ja nicht übertreiben. Ablegen. Servus. Ja, oh, macht uns reich. Da, Europa Nord. 80 Punkte. Alles klar, oder? Also, Europa Nord. Ja, was kaufen wir uns denn in Europa Nord? Ich würde sagen, in Stockholm habe ich da gerade was gesehen. Da habe ich doch gerade was gesehen. In Stockholm. Ah, wobei, das ist das Reparaturdock. Nee. Dann nehme ich die Schlepperreederei in Reykjavik. Vielleicht steigen die Schweine da noch nicht mehr. Die Schlepperreederei in Reykjavik wurde gekauft. Yeah. Sehr gut. Haha. So, raus hier in Reykjavik. Also, auch in Europa Nord haben wir jetzt 2 Bubbles. Ne? 2 Punkte, 2 Regionspunkte. Jetzt müssen wir in Europa Süd angreifen. So, da hätten wir noch ein Schiffle. Moment, Valencia. Jawohl, das passt. Wenn ich sage Europa Süd, im schönen Spanien, dafür Italien, haben wir auch was am Start. Italien, Italien. Na komm. Jawohl, so kriege ich 8 Punkte. 9 Punkte kriege ich nicht, also mache ich das hier. Und wenn ich das wegnehme, ne, das passt nicht rein, dann mache ich die 8 Punkte. Ja, mache ich die 8 Punkte voll. So, Auftrag mitnehmen, ganzer Scheiß. Und, ja komm, scheiß auf den einen Tag, ist mir wurscht, ablegen, servus. Nächster Kunde. Ah, Stockholm. Jetzt, ich verliere hier voll den Überblick, was, wo und überhaupt und, ne. Aber der Ruby rollt, du kannst das echt nicht falsch machen, ich weiß auch nicht. Du kannst das nicht falsch machen. St. Petersburg, wo sind wir denn? In Stockholm. Okay. Ja, dann könnten wir über Helsinki fahren, ne? Ah, passt bloß einer drauf, schad. Na gut. Fahren wir über Helsinki. Ablegen. 15 Millionen, Wahnsinn. Ich muss jetzt die Schiffe reparieren, ey. Das ist Bavaria 4.
ganz dringend reparieren. Bavaria 4. Und ich glaube, du bist auch noch mal so frisch, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh, New York. Die Freiheitsstatue winkt uns zu. Ja, 39%. Ich glaube, den Hobel müssen wir auch mal dringend reparieren. Ah, wo war denn hier drüben das Reparaturdock? Ah, Quebec. Im schönen Kanada. Okay. Im schönen Kanada. So, pass auf, haben wir für Quebec was? Ja, 9 Millionen. Alles klar, dann nehmen wir mit. Natürlich. Fahren wir auch nochmal mit Vollkaracho. Da haben wir es nochmal raus. Mitnehmen. Zack. Ablegen. Servus. Dublin. Bavaria 2. Du bist noch relativ... Ja, wobei... War der 2? Hast auch bloß nur 44%, gell? Das ist auch nicht mal so der Hit. Ah, ich muss die ganzen scheiß Mühlen reparieren. Aber wir sind in Dublin. Das heißt, wir können hier reparieren. Das ist hervorragend. Zack. 9 Tage. Ja, komm. Scheiß auf die 9 Millionen. Raus damit. Läuft. Auf Danke können wir auch noch, oder? Ja, danken wir noch auf. So, servus. Das ist die Frage. Kann ich... in einem Reparaturdock, also in einem Hafen mit Reparaturdock, wie beispielsweise Dublin, hätte. Hier wird zum Beispiel nicht angezeigt, dass das gerade repariert wird. Das finde ich schade. Doch, jetzt wird es angezeigt. Okay, sorry, ich war dazu voreilig. Kann ich mehrere Schiffe gleichzeitig in einer Werft reparieren? Das wäre jetzt die Frage. Das können wir gleich ausprobieren, weil der Schlaumeier Bavaria. Ja, wobei, das lohnt sich noch gar nicht. Der ist brandneu, Bavaria 7, ne? Wobei, der hatte nicht 100% Zustand, glaube ich. Genau. Der hatte nicht 100% Zustand. Komm, den knallen wir gleich mal hinterher. Auf Danke können wir auch noch. Zack. Bäm. Da bin ich jetzt gespannt, ob das funktioniert. Ja, funktioniert. Okay, also ich kann offenbar mehrere Schiffe zeitgleich in einem Hafen reparieren lassen. Gut, haben wir was gelernt. Ne? Schadet ja nicht. Das sind dann die Fragen, die sich ja im laufenden Tagesgeschäft, wie man so schön sagt, ergeben. So, ja, hier haben wir nichts weiter. Das ist ja doof. Jetzt fahre ich wegen den geschissenen 3 Punkte nach St. Petersburg. Super. Holla die Waldfee. Soll ich den Scheiß für Stockholm mitnehmen? Ja, komm, ich nehm's mal mit. Ne? Nimm's mal mit. Oh, Hamburg wäre auch hübsch, gell? Das nehmen wir auch mal mit von Rückweg. Rotterdam können wir mitnehmen. Zack. Abfahrt. Nächster Kollege. Oh, jawohl, wenn das so glimpert, oh, da fühle ich mich wie Dagobert Duck, du echt. Hauptsache die Kohle scheppert. Hauptsache die Kohle scheppert. Shepard, Commander Shepard fällt mir da gerade ein, aber das ist was anderes. Das ist ein anderes Thema, genau. Da bin ich auch gespannt auf Mass Effect Andromeda. Soll ja dieses Jahr kommen, ne? Soll aber mit der alten Mass Effect Reihe nichts zu tun haben. Tja, na klar, man... Irgendwo musst du halt auch mal eine Grenze ziehen. So, jetzt ist die Frage, haben wir hier was zu mitnehmen? Hm. Felixstowe, Dublin, da könnte... Okay, Rotterdam könnte man mitnehmen, sind 4 Punkte. Trotzdem ein bisschen schwierig, ne? Aber ah, das sind alles gute Punkte, ne? Nehme ich mit, sind alles Punkte. Scheiß drauf. Ablegen, ab nach Hamburg. Servus. So, Yamato in Stockholm. Mensch, die Yamato gibt es ja auch noch. Wie bist du benannt? 46%. Ja, da könnte... du hast Folgeaufträge. Dann kann ich dich noch nicht reparieren. Das wäre eine schlechte Idee. Schlechte Idee. St. Petersburg. Moment. Nehmen wir mit. Auftanken. Oh, da kriegen wir sogar hier selber eine Gewinnbeteiligung. Das finde ich gut, wenn wir uns selber Gewinn auszahlen. Sehr schön. Und die Lorena Ma ist angekommen. In St. Petersburg. Stockholm, Hamburg, Rotterdam, Stockholm. Mitnehmen, danke. Einmal ist voll, ich find's toll. Abfahrt, servus. So, da haben wir, glaube ich, gerade Strafe gezahlt oder so. Nee, das war die Liegegebühr. Stimmt, in Dublin. Liegegebühr wird repariert. Oh, 100% beide, schau mal hier. Ah, hier müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Bavaria 3. Im schönen Italien. Na? Mach ihn jetzt. Komm, auf geht's. Lad halt den Hafer jetzt. Warum dauert das so lang? Na also, man muss bloß schimpfen. Hier gibt's auch eine Werft, genau.
Nee, ich brauche die Kohle momentan für die ganzen blöden Reparaturen. Für die Reparaturen. So, wir hätten für Lissabon was am Start. Oh, sind aber 6 Tage. Ja, klar, haben wir so einmal hier. Hm, nicht gut. Oh, Dublin wäre ein bisschen was dabei. Lissabon sind... Oh, das sind aber... Oh, das sind 10 Punkte, ne? So, was? Da fahren wir über Valencia und dann nach Lissabon. Komm, wir machen es einfach. Genau, wir machen es, weil wir es können. Ablegen. Servus. So. Bavaria 6. Achso, wir sind ja schon im Hafen. Passt ja. Da ist sie, genau. Bavaria 6. Du hast nur 76%. Da muss ich, glaube ich, nichts reparieren. Du hast aber auch keine Aufträge. Oh, hier. Dicke, dicke. 1, 2, 3. Das passt doch. 11 Punkte. Und Odessa nehmen wir auch noch mit. Läuft. Mitnehmen. Abfahrt. Ah. Wie ist Schnittenbrot? Holla die Waldfee. Das scheppert nur noch. Da drüben in Amerika, da passiert gar nichts mehr, gell? Das scheppert alles in Europa. Klar sind die Wege auch kürzer, logisch. Helsinki. 24 Punkte schon wieder in Europa Nord. So. 45% Yamato. Du hättest für St. Petersburg was dabei. Okay, St. Petersburg habe ich hier nicht. Ja, dann fahr einfach los, komm. Fahr einfach nach St. Petersburg. Ist doch völlig wurscht. Abfahrt. Servus. Manzanillo, Bavaria 1, lebst du auch noch, du kleiner Container? Habe ich das gerade richtig gesehen? Wir haben ja 70 Punkte schon. 75 brauchen wir für die nächste Zweigstelle. Komm, wir zum Auftanker im sündhaft teurer Mexiko. Riva, Iba, Iba, Anderle, genau, richtig. Hm, ja, da würde ich sagen, nehmen wir Balboa, genau. Balboa und dann nehmen wir... Havanna noch mit, ja. Einfach so, weil wir es können. Ablegen. Nächster College. Wieder 3 Punkte. Ey, das geht ja echt. Ja. Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag. So. 72%. Ich muss ich auch nicht reparieren. Wir können auch nicht wirklich was Sinnvolles mitnehmen, ne? Wenn ich mir das so anschaue. Nee. Ja, Frankreich könnte man mitnehmen. Ja, es sind 4 Punkte. Ein Tag, 4 Punkte, komm, auf geht's. Ablegen. Die Werft in Georgia Ports wurde gekauft. Was? Nein, du kleine dreckige Beul hier. Die kleine blöde Beul hat die. Ja, gut, das ist mir wurscht, da kauft eh keiner was. Ja, Nordamerika. Ost. Also, ich glaube, die Kollegen haben hier irgendwie das Spielziel nicht verstanden, ne? Die haben das irgendwie nicht verstanden. Vor allem die Beul, die ist ja dumm wie Brot. Das geht ja gar nicht. Strategisch geile Entscheidung, Miss Boyle. Respekt. Wie du den Holstein hinter Gitter gebracht hast, das verstehe ich nicht so. Das macht überhaupt keinen Sinn, was du da tust. Das ist ja nur selten dämlich. Jawohl, wir kassieren wieder selber Gewinnbeteiligung. Das ist sowas magisch. Ich selber Kohle verdienen. Ich verdiene an mir selber. Das klingt irgendwie schwierig, aber gut. Ablegen nach Hamburg. Läuft. So, da gibt es 9 Millionen. Plus, abzüglich Strafe, besser gesagt, nicht plus Strafe, die zahlen wir ja. So, da ist unser Hobel. Na? Den wollten wir ja reparieren. Also jetzt 9 Millionen, oh Gott. Schau, aber ist kein Problem, zahlen wir aus der Portokasse. Kein Thema. Überhaupt kein Thema. So, aber oh mein Gott, Freunde, ich schaue auf die Uhr. Das ist Thema, genau. Wir sind mal wieder am Ende einer Folge angelangt. Ja, würde ich sagen, Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind recht gut unterwegs. Wir haben in Europa Süd ausgeglichen. Wir sind in Europa Süd auch schon wieder an Platz 1, was die Punkte angeht. Also auch dieses Ziel ist durchaus machbar, hier in Europa komplette Regionsmehrheit zu holen. In Europa Mitte sind wir sowieso vorne. Okay, der Masterson könnte hier schon wieder. Der hat aber noch nicht. Warum auch immer er hier keine Zweigstelle aufmacht, weiß ich nicht. Europa Nord sind wir auch wieder auf einem guten Weg. Wir haben wieder ordentlich Punkte eingefahren. Ja, sieht gut aus. Schreibt mal gerne eure Meinung, wie ihr das Ganze bewertet. Für heute bin ich raus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.